keine Biene. Zwei. Und braucht die Biene irgendwer? Ja, wir. Das ist der Wildbienensong. Den haben viele Kinder, Ranger und Rangerinnen bei einem Sommercamp im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel gesungen, gedichtet und komponiert. Und dabei gelernt, dass es nicht nur die Honigbiene gibt, sondern viele, viele verschiedene Wildbienenarten. In Österreich gibt es neben der Honigbiene noch ungefähr 700 verschiedene Wildbienenarten. Manche Wildbienen, die meisten eigentlich, leben allein. Was sie allerdings alle brauchen, das sind Hohlräume. Die können in toten Ästen oder Baumstümpfen sein, in Grashalmen, im Schilf, aber auch zum Beispiel in Zwischenräumen einer Mauer oder Lösswand. Das Wichtigste für Wildbienen ist also eine passende Wohnung, Wärme und viele, viele Wildblumen. Und das möglichst nahe beisammen, denn Wildbienen fliegen nur kurze Strecken, maximal einige hundert Meter. Warum brauchen wir dann die Wildbienen, wirst du dich vielleicht fragen. Sie bestäuben viele, viele unterschiedliche Blüten. Egal, ob es die Blüte von einer Blume ist oder von einem Apfelbaum oder vielleicht von einer Kürbispflanze. Dank der Biene können die Blüten zu Äpfeln, Kirschen, Himbeeren, Brombeeren, Samen oder Erbsen reifen. Was können wir machen, damit es unseren Wildbienen gut geht? Für eine attraktive Wohnung sorgen und für viel Nahrung rundherum. Also vielleicht ein Insektenhotel bauen, Sträucher im Garten ungeschnitten stehen lassen oder auch Totholz und Steine. Vor allem aber kein Gift spritzen. Vielleicht eine Blumenwiese stehen lassen, den Boden nicht düngen und nur zweimal im Jahr mähen. Denn wie heißt so schön, geht's den Wildbienen gut, geht's den Menschen gut.